Die dritte Sache, was der Shaitan gerne mit dir macht. Er lenkt deinen Blick in der Vergangenheit gerne nur auf die Dinge, die schiefgelaufen sind. Das ist das Schönste für ihn. Dein Blick lenken auf Dinge, die schiefgelaufen sind. Du hast in deiner Vergangenheit mal Erfolge gehabt und manchmal auch Niederlagen. Aber Shaitan macht das gerne, dass er deinen Blick auf die Niederlagen lenkt. Auf das Schlimme, was schiefgelaufen ist. Aber warum macht er das? Eigentlich hat dein Shaitan nichts davon. Tatsächlich ist dem Shaitan völlig egal, wie dein Dunya verläuft. Ob du hier im Dunya erfolgreich bist oder nicht, interessiert ihn null. Das ist völlig unwichtig für den. Er hat nur ein einziges Ziel, genau eins. Dass du am Ende in Jahannam landest. Alles andere ist für ihn egal. Ob du hier 80 Jahre lang das Leben genossen hast, du warst der reichste Typ, du hast eine Villa gehabt, das ist ihm alles egal. Das schenkt er dir, wenn er könnte, würde er dir das alles schenken. Ja, genieß dein Leben hier. Er möchte nur, dass du nach Jahannam gehst. Diese eine Sache. Das ist ein einziges Geschäft. Wisst ihr, es gibt Menschen, die Geschäftsleute sind, die beschäftigen sich mit ihrem Business so 12, 14 Stunden, 18 Stunden. Die haben kaum noch Zeit für Familie und so weiter. Aber irgendwann, so am Wochenende, sind sie trotzdem mal mit der Familie und machen irgendwie das und so. Aber das sind so Geschäftsleute halt, die sehr, sehr viel Zeit für ihr Geschäft verbringen. Und alles andere, Familie und Hobby und Freizeit, ist nebenbei. Der Shaitan ist nicht so. Er hat keine Familie und Hobby und Freizeit. Dich nach Jahannam bringen ist das einzige Business, was er hat. Er hat nichts anderes. 24 Stunden ist nur das. Also wie dein Dunya verläuft mit Erfolgen und Niederlagen, ist ihm völlig egal. Aber warum macht er das? Wisst ihr warum? Er macht das, damit der Mensch gegenüber Allah undankbar ist. Das ist sein Ziel, was er liebt. Denn wenn der Mensch schlechte Erfahrungen in seinem Leben hat, welche Gedanken kommen einem dann immer? Welche Gedanken hat man dann? Warum hat Allah mir das angetan? Warum behandelt er mich so? Warum ist ausgerechnet mir das passiert? Das sind die Fragen, die kommen nicht von dir, die kommen von Shaitan. Er möchte, dass du dich das fragst. Irgendwas ist schiefgelaufen und jetzt sollst du überlegen, Allah ist der, der mir das angetan hat. Aber warum? Was habe ich denn Schlimmes gemacht? Was habe ich Schlimmes getan, dass Allah mir so eine Sache antut? Wieso geht Allah denn so mit mir um? Das ist das, was er möchte. Aber das geht ja noch weiter. Es hört er da nicht auf. Jetzt hat er deinen Blick auf die ganzen Katastrophen gelenkt. Was passiert jetzt? Das ist normal für einen Menschen. Wenn es schief läuft in deinem Leben, wird man traurig. Traurig, was bedeutet es, traurig zu sein? Warum ist man traurig? Wisst ihr, was die nächste Falle von Shaitan ist? Die nächste Falle von ihm ist, schau mal, du bist so traurig über einen Verlust im Dunya. Über einen Verlust im Dunya bist du traurig. Weißt du, was das bedeutet? Dein Iman ist schwach. Wenn du einen starken Iman hättest, einen richtig starken Iman, dann würde dich doch das Dunya nicht interessieren. Und manchmal kommt Shaitan zu dir und er erzählt dir Geschichten von Sahaba. Er erinnert dich an die Geschichten von Sahaba. Schau mal, Abu Bakr und Omar, wie die waren. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Die haben alles verloren und die haben trotzdem ein glückliches Leben geführt. Weißt du, warum er dir Geschichten von Sahaba erzählt? Damit du die ganze Zeit noch trauriger wirst und noch mehr denkst, mein Iman ist so schwach. Nur deswegen erzählt er dir Geschichten von den Sahaba. Damit du denkst, Dunya ist mir nicht egal, das bedeutet ja, mein Iman ist schwach. Und wenn dein Iman schwach ist, warum ist dein Iman schwach? Das bedeutet immer, du bist weit weg von Allah. Und wenn du weit weg bist von Allah, was bedeutet das? Allah liebt dich nicht mehr. Und jetzt hast du tausend Probleme. Du hast nicht nur deine Katastrophe in der Vergangenheit. Das ist die eine Sache. Daran kannst du noch, du kommst damit noch leichter klar. Du hast ein viel größeres Problem jetzt. Dein Iman ist schwach, Allah liebt dich nicht mehr, all diese ganzen Zweifel. Und deswegen hat Allah dir ja auch diese Katastrophe angetan. Er hat doch gesehen, dass dein Iman schwach ist und deswegen läuft doch alles schief. Und die Leute bewegen sich wirklich in so einer Schleife. Und was macht man jetzt? Dein Iman ist ja schwach, das ist ja das ganze Problem. Was muss ich jetzt tun? Ich muss mehr Koran lesen, mehr Gebete verrichten. Und bei einigen Leuten sind dann immer noch traurig. Denn die Wahrheit ist, es gibt Verluste in deinem Leben, die werden damit nicht einfach so aufgefangen. Du wirst nicht einfach plötzlich glücklich, nur weil du eine traurige, schwere Phase hast und jetzt betest du mehr oder liest mehr Koran. So einfach funktioniert die Sache nicht. Und Shaitan führt damit den Menschen in die Hoffnungslosigkeit. Manchmal nur ein Ereignis. Ein einzelnes, banales Ereignis. Und die ganze Kette kommt hinten raus. Die ganze Kette
kommt hinten heraus, bis du am Ende in der Hoffnungslosigkeit verschwindest. Ja.